lassen die Jungen vertrauen und kommen näher. Die beiden Fremden haben inzwischen ihren festen Platz im neuen Rudel. Sie sind schon sehr selbstständig. Ihre Schule war hart. Bereits mit 5 Wochen hat sie einen Jäger gefangen und von der Seite ihrer Mutter gerissen. Besonders interessant wird es bei Futter. Ein Biber hat sich auf die Insel verirrt. Das sind seine Reste. Der Kleine hätte gern das Fleisch, doch die Wölfin will nicht teilen. Sie fühlt sich nicht zuständig, ist nicht die Mutter. Das ranghöchste Männchen lässt ihr keine Wahl. Ihm gehört alles, bis er satt ist. Nur bei einem haben sie immer gute Karten. Es ist das zweite Männchen im Rudel. Er gibt den Welpen immer eine Chance. Ungewöhnlich. Ein Männchen hat die beiden also adoptiert. Kein Zweifel, er ist am ehesten das, was man Mutter nennen könnte. In den nächsten Tagen hat Wladimir etwas Besonderes mit seinen Wölfen vor. Er wird mit Zweien die Insel und auch die Zivilisation verlassen, will weit weg in die Sümpfe. Für die Reise müssen sie in diese Käfige. Die Gefahr, dass sie innerhalb der Siedlungen auskommen und Tiere der Kolchose jagen oder sogar reißen, ist zu hoch. Das wäre das Ende seines Rudels und seiner Forschungen. Bisher haben die Halbwüchsigen zwar Biber und andere Tiere gejagt, waren aber noch nie ganz auf sich selbst gestellt. Jetzt werden sie bald zeigen müssen, was sie draußen können, müssen lernen, sich in der Wildnis zurechtzufinden. Die Insel ist zu klein für all die Wölfe. Aber im großen Russland mit seinen weiten, menschenleeren Sümpfen sollte eigentlich genug Platz für sie sein. Aufbruch in ein spannendes Abenteuer für beide. Wladimir und seine Wölfe. Es dauert Stunden, bis sie die letzten bewohnten Dörfer hinter sich gelassen haben.
sondern in der auch kein Wolfsrudel siedelt. Wölfe sind zwar innerhalb ihres Rudels friedlich und unterstützen sogar die Schwachen, aber wenn erwachsene Fremde ins Revier eindringen, kommt es zum Kampf auf Leben und Tod. Und der Babyschutz gilt für Wladimirs Halbwüchsige schon lang nicht mehr. Wladimir will sich nicht auf sein Heulen verlassen müssen. Ein Halsbandsender soll ihm jederzeit zeigen, wo seine Wölfe sich aufhalten. Denn bei diesem ersten Versuch sind sie frei und auf sich gestellt. Das Männchen bekommt das Senderhalsband. Wladimir hat nur eines, aber er geht davon aus, dass beide zusammenbleiben werden. Denn zu zweit haben sie die Kraft, auch größere Tiere zu jagen, wie Hasen oder gar Wildschweine. Ob sie geschickt genug sind, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Momentan hängen die Wölfe noch sehr an Wladimir, ihrem Rudelführer. Doch das wird sich bald ändern müssen, denn er wird sie nicht mehr füttern. Sie sind gezwungen, selbst zu jagen. Diese und die nächsten Nächte wird er in ihrer Nähe bleiben, um zu beobachten, wie es ihnen geht. Wird sie nicht im Stich lassen. Dazu liebt er seine Wölfe zu sehr. Und sie liefern ständig neue Entdeckungen. So haben sie eben doch keine Angst vorm Feuer. Auch so ein alter Aberglaube. Wladimir wird weiter gegen die falschen Mythen kämpfen. Und wenn jetzt alles gut geht, auch die Welpen hier auswildern, damit er nächstes Jahr wieder junge Wölfe freikaufen kann. Die Mitternachtssonne beleuchtet ein seltsames Szenario. Wie aus einem Drehbuch für Hollywood. Ein Mann allein am Feuer, umgeben von Wölfen. Wenn das Feuer ausgeht, würde er im Spielfilm um sein Leben kämpfen. Doch Wladimir weiß, dass er nichts zu fürchten hat. Wenn die Menschen sich nur die Mühe machten, den Wolf zu verstehen und nicht zu verurteilen, sollte es doch genug Platz geben für beide, den Menschen und den Wolf. Thank you.